Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich werde weiterhin verdichten und ein bisschen gucken, dass die anderen richtig arbeiten. Klappt ja nicht immer zu 100%, aber überwiegend doch. Hier ist jetzt schon schön angewachsen. Mittlerweile haben wir schon ein 1,2 Millionen, also fast 1,3 Kubikmeter Silage. Ansonsten ist Maisernte volle Gange. Da arbeiten ja zwei. Das klappt ganz gut. Tag. Ist leer, ne? Du bist doch nicht voll, ne? Naja, gut, einer kommt verdichten, helfen, ist okay. Ich wollte mal üben. Hat nicht so genau. Ja. Ansonsten geht es heute weiter mit Mais. Wenn es gut läuft, bin ich wieder im Livestream näher fertig. Und zur Not muss ich sehen. Wenn nicht reicht, mal gucken. Silo, Gebäude. Oh, mit dem Brennarsch. Entschuldigung. Silo für Mais, also einfach. Sacksilo, Fahrsilo, ne? Zur Not ein, so ein. Und dann gibt es sicherlich noch andere. Ja, da haben wir auch noch welche. Durchfahrsilo, wenn es geht, ne? Also ich möchte nicht hier. Ich möchte nicht, dass ich da prinzipiell hier reinfahre und dann wieder rausfahren muss. Würde auch gehen, ne? Also. Ich möchte auch, wie gesagt, überwiegend. Na, da schon so. Saatgutlager, Düngerlager, ne? Das brauchen wir nicht. Getreidesilo. Getreidesilo, was alles so Schönes haben wir. Hier, in anderen Worten nicht hier. So, aber zum Durchfahren, aber, ne? Aber zur Not würde ich es auch so was nehmen. Muss ich sowieso mit Auto einfahren, ne? Aber das geht Ganze mit Outdrive funktioniert ganz gut. Muss man ehrlich sagen. Hat mit Crossplay nicht so gut geklappt. Die sind meistens durchgebreddert. Nur dazu sagen, mit Crossplay hast du ja immer für jeden Traktor eine. Musst du anders sein, man könnte man auch machen. Links mit und so, das kann man auch machen. Ne? Aber hier ist es gespeichert und du kannst mit jeden Traktor. Naja, ginge da auch. So wird nicht. Das deswegen würde. Das würde Crossplay auch hinbekommen, ne? Nur die sind halt durchgefahren, ne? Es mag ja nur anders sein, es gibt viele, viele andere Versionen, die ich auch jetzt aktuell habe. Ich habe jetzt die Version 6.02.64. Das ist schon die habe ich heute aktuell runtergeladen. Und die Version von Outdrive ist auch neu. 1.1.05.RC6. Hatte vorher RC5. Geht von der Release-Version, ne? Also können wir dichten und verteilen vor allem, ne? Das ist ja das A und O, dass die hier so eine bösen Berge da lassen, dass es am Ende schlecht ist, ne? Weil da werden die irgendwann Schwierigkeiten haben mit rüberfahren, ne? Das ist ganz Problem. Und so mache ich das halt. Oh, hier leckt das gewaltig. Erst habe ich mit Crossplay die Runde fahren lassen, wo ich dann nebenbei die Tiere versorgt habe mit Futter und Wasser und Stroh habe ich keinen gemacht. Stroh mache ich jetzt nicht mehr. Weil der Umzug steht bevor, ne? Also das ist eine Frage der Zeit, ne? Wegen Gülle und wegen Mist würde ich jetzt nicht groß vom Tand machen, aber wie gesagt, wenn sobald die Karte gibt und ich habe die Mais abgeerntet, Mais als Silage in den globalen Markt gefahren habe und alle anderen großen Mengen an Waren ebenfalls drin habe, dann kann der Umzug passieren. Und da werde ich wegen ein bisschen Mist nicht anfangen. Dann wollen wir eine neue Karte haben, ne? Soll ja Oktober sein. Ja, aber Freitag ist schon Oktober, ne? Aber wie gesagt, er hat es angekündigt, heute auch auf YouTube, sein Kanal. Und ich sag mal, wenn er das macht, dann muss schon fast so gut wie fertig sein.
Mais Plus, ready. Ich werde es nicht nutzen. Auch mich hier mit Schläuche und so mit. Nö. Das brauche ich nicht. Das kann man machen, wenn man mit vielen Leuten spielt, ja. Wenn man es möchte. Aber wie gesagt, mit so einer Sachen gibt meistens Probleme, ne? Je mehr man drin hat, umso blöder wird es, ne? Oh, jetzt kommen gleich zwei. Ob das gut geht. Ja, mit einem Fahrzeug hast du nicht zwei, ne? Da hast du nur ein. Ja, und nicht zwei. Na, kannst du nicht entscheiden? Ja, schöne Breitreifen, macht schön dicht. Verdichtet mal schön. Und gleich hinterher. Im Notfall schieben, ne? Jetzt wird bald eng mit Fahren. Können bald die Sonne sehen, ne? Ich fahr weiter. Hat er mich hier glatt gleich in den Haufen vorgeknallt hier. Und hat der andere Schuld gehabt, der hat gewartet, dass der Deckel zugeht. Müssten mal die anderen beiden kommen hier, von links und rechts. Ja, ich finde die Großmaschinen einfach so faszinierend, ne, was die alles da zusammengebaut haben, ne? Bequemer wie ein Autoball. Na? Traktor irgendwo. Den Berg muss ich runterkriegen. Da kommen die nicht rüber. Muss nur vor dem Radlader machen. Notfalls. So. Mit Schwung. Ich hätte noch ein größeres Gewicht nehmen sollen, aber gut. Hab nichts anderes da gehabt. Aber hier mit Inspektor-Ort da oben links, ne, da kann man schön überwachen, also läuft. Einer steht aktuell, dass der Blocking ist, da vorne, der eine da. Aber das ist okay, hundertprozentig klappt das sowieso nicht. Weil aktuell zwei voll gemacht und dann nachher. Das geht schon. Gerade mit anderen mehr Probleme gehabt mit Kurswelt. Das ist, wie gesagt, schon lange her. Ne? Das ist 2 Jahre hier im Spiel, ne? Vergangen, wo ich jemals. Und jetzt werde ich auch versuchen, mal mit einem Radlader die Lage auszuladen auf ein Auto. Also ein Auto. Auf dem Anhänger. Ne? Mal schauen, ob das mit denen geht oder mit dem anderen nehmen. Ne? Das wäre ja auch. Mit kleineren Radlader, ja, beziehungsweise mit Schraube, ne? Dass ich wieder mit Autoreif klarkommt. 100% muss er ja nicht machen, aber wie gesagt, das ist schön, wenn man allermeisten auch ins globale Markt bringen kann. Ne? Das war ja anfangs im Plan, auch Montag, jetzt fängt es an globalen Markt, ne? Dann fährst du dann in Thüringen oder in der Marsch. Ja, in Silo oder in Frameter oder so, ne? Oder halt hier zurück.
Shit, warte, stand er da und kam der Spruch, wird hier nicht angenommen. Also, Excel-Gut geht nicht im globalen Markt. Er ist im verarbeitenden Zustand. Aber ist okay. So können wir noch alles mehr machen. Andere wäre besser gewesen, von der Arbeit her. Aber so eine Beschäftigung, ne? Oder nicht? Der Fan fährt vorne, mal sehen, ob jetzt klappt. Ja, dann der Hügel ist weg. Platz machen. Schön, dass es geklappt. Ob man einmal nicht fahren wollte, weiß ich auch nicht. Irgendwo wollte nicht, ne? Zieht durch der Bursche. Der Anhänger ist besser, der ist größer. Geht mehr rein und vor allem weiter raus. Na, auch nicht viel. Ihr ahnt ja gar nicht, was das Hein Arbeit macht, hier die Folgen aufzunehmen. Das ist ja richtig erschöpfend. Also jetzt merke ich schon langsam, dass ich eine Pause brauche. Also, aber das ist schon Wahnsinn. Also, der Morgen, der gut zu die, das ist nicht ein Problem. Das sind 5 Folgen. Zur Not auch 2 oder eine. Das ist, kann ich ja eine Woche weitermachen. Ne? Ist ja nicht so, dass ich sofort machen muss. Ne? Für Montag halt. Ist schon ja, wahnsinnig, man muss dazu sagen, ich muss ja nebenbei mein Hausarbeit machen, ne? Das ist das Ganze, macht mir ja keine. Boah, nächste Woche Freitag habe ich ja früher kurz, habe ich ja Frühschicht. Ist besser. Oder nächste, ne? Ja, jetzt füllt sie auch langsam in die Höhe, links und rechts, ne? Oh, nächste da. Schön ist, das kannst du beenden und du lädst wieder und das Gute ist, ne? Na, komm gleich hinterher fahren. Noch einer? Ja, das wird schon schwierig, ne? Oh, notfalls würde ich schieben, ne, wenn du nicht weiterkommen würde. Ja, das füllt sich auch links und rechts an, ne? Also auch da höher, ne? Am Rand. Ich glaube, das hier nicht so eng am Ende gefahren, weil die würden ja meistens irgendwo an der Wand festhängen, ne? Das will ich ja nicht, das ist ja das Ganze. Jetzt aber trotzdem eng, ne? Ich glaube, irgendwie. Irgendwie breiter eine Breite kriegen, ne? Vorne ist optimal. Brauche ich den Radlader. Muss die Ränder ein bisschen auffüllen. Bisschen mit abkratzen, aber nicht so viel, ne?
dass ich keine Kugeln reinreiße, das ist das ganze Problem. Ist ja nicht so wie real, also real ist es ja nicht, ne? Die Fräse ist gut. Jetzt kommt der Fan, ne? Ne, ist der Arme. Der fährt in meine Mitte, das passt. Also gleich mal. Da komme ich durch. Das hier habe ich ja mit Allrad betrieben, also mit Quatsch, mit breiter Bereifung. Ne? Ein bisschen auffüllen. Macht sie mit einem kleinen bisschen besser, denke ich mal. Denke ich mal. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Ja, ich würde mich freuen für einen Like, den Kommentar. Wäre sehr nett, wäre sehr schön. Kein Muss, keine Pflicht. So könnt ihr mir am besten helfen. Es ist und bleibt kostenlos. Also von daher besteht da kein Risiko. Aber der Kanal wird dadurch ein bisschen wachsen. Es geht ja um die Empfehlungsraten für andere Zuschauer. Das ist deswegen so wichtig, dass geliked wird und auch mal kommentiert wird, dass da entsprechend der Algorithmus das entsprechend berechnet, jetzt einmal so, ne? Wie das so genau funktioniert, das ist eine andere Frage, weiß ich auch nicht. Aber ich denke mal, das kann helfen. Ne? Also sagt mal tschüss und winke winke. Bis dann und ciao und tschüss. Da.